Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Hallo! Hey, ich bin's, Blippi! Seht mal da! Wow, das war fantastisch! Genauso wie mein Tanz! Yeah! Ich liebe es, Musik zu machen und zu tanzen! Oh, wow! Seht mal hier! Wow, das war schön! Und hey, heute bin ich im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington! Und ihr und ich werden heute sehr viel dabei lernen! Los geht's! Wow! Seht mal her, ich balanciere auf diesen Stümpfen! Wow, dieser Hindernislauf macht so viel Spaß! Wow, was ist denn das? Könnt ihr das hier sehen? Das ist ein Stamm! Wow, das waren einmal große Bäume, doch jetzt liegt dieser hier im Sand und wir können darauf balancieren! Wow, seht mal das hier drüben! Eine schöne Sammlung an Sandspielzeug! Das hier ist grün und blau. Und dieses ist rot und gelb. Ich nehme diese grüne Schaufel und hol uns ein bisschen Sand. Hab's geschafft. Wow, das ist ein großer Haufen. Wir befüllen einen Kübel und noch einen anderen Kübel oder Eimer. Okay, einer ist voll. Nun brauchen wir noch trockenen Sand. So ist's gut. Wow, das ist trockener Sand. Yeah, seht, wie trocken er ist. Und das ist nasser Sand. Ja, es ist wie Matsch. Apropos Matsch. Das ist die Matschküche. Wir machen hier unseren eigenen, Matschkuchen. Wow, ich habe hier einen riesen Löffel gefunden. Und Metallschüsseln. Okay, wir kippen die zwei Eimer mit Sand und Matsch hier rein. Eins. Und zwei. Jetzt gut vermengen. Wow. Geschafft. Nun ist es schön durchmischt. Jetzt gehen wir hier rüber. Wir befüllen jetzt die blaue Cupcake-Form. Aber nun wird es anders heißen. Ja, Matschkuchen-Form. Okay, da rein. So, wir haben drei voll gemacht bisher. Seht ihr das? Eins, zwei und drei. Okay, und dann eins und zwei und drei. Wartet mal. Drei plus drei. Ihr wisst, was das ist? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh yeah! Sechs Matschkuchen. Matschkuchen? Yum! Yum, 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 yum. So albern. Okay. Wow, ich mag diese Küche. Und weiter geht die Entdeckertour. Wow, was ist das? Wow, sieht aus wie eine gigantische Pumpe. Wow, yeah, wie ein Brunnen. Könnt ihr sehen, wie all das Wasser da rauskommt? Wow, ich habe eine Idee. Wir schnappen uns einen Eimer und füllen ihn mit Wasser. Zwei Eimer. Hier der erste. Wow, das ist der erste. Und der zweite. Wow. Und jetzt nehmen wir die mit hier rüber. Was ist das denn? Eine Strandhütte. Yeah. Okay, wisst ihr was? Ich stell die mal hierher und gehe nach oben. Und leere die Eimer gleich aus. Jetzt geht's los. Bereit? Wow. Eins. Und der andere Eimer. 3, 2, 1. Okay, wir lassen die einfach hier stehen. Okay.
Wow, sieht aus wie eine Rettungsschwimmerhütte. Dort steht der Rettungsschwimmer und passt auf, dass niemand ertrinkt und alle sicher sind, während ihr im Wasser badet. Hey, wisst ihr was, das man oft auf dem Wasser findet? Yeah, Boote. Wow. Wow. Wow, als wäre ich auf dem Ozean. Whee! Wow, ich liebe Boote. Es ist ein Transportmittel, nur eben fürs Wasser. Yeah, ein Fahrzeug. Naja, nicht wie ein Auto. Autos fahren an Land, aber Boote auf dem Wasser. Wow, könnt ihr das sehen? Apropos Boot. Das ist ein gewaltiges Boot. Wow, auf geht's. Ich klettere hoch. Ich klettere hoch auf das Deck des Bootes. Wow. Seht doch mal. Seht ihr's? Das hier heißt Krähennest. Yeah. Richtig hoch oben das Teil hier. Das Krähennest ist für die Matrosen als Ausguck. Wow, was sehe ich? Ist da ein Eisberg? Kein Eisberg hier. Vielleicht ein paar Fische? Ja, ich sehe Fische. Dieses Boot wurde zum Fischen benutzt. Woher ich das weiß? Na, weil ich das gesehen habe. Seht ihr's? Das ist eine Boje. Man hängt die Boje an das Fischernetz. So kann man es sehen, wenn man auf dem Boot ist. Wow. Apropos Boje. Wow. Das ist eine dicke Boje. Diese Boje kommt an die Seite des Boots, dass beim Anlegen des Boots das Boot nicht anstößt an das Dock. Denn so bleibt das Boot heil und schön und ohne Dellen. Okay, es gibt noch mehr zu sehen. Los, kommt! Hey, ihr seid unten in unserem Boot und ich noch immer oben. Aber jetzt komme ich runter. Okay, wow. Oh, wow, es ist so dunkel hier drin. Wow, das ist so cool. Seht mal da. Hey, das sind wir. Wir sind auf diesem Boot. Und ein paar unserer Freunde sind hier. Da, sie sehen aus wie Seemänner. Hallo. Oh, und seht mal hier. Seht ihr dieses stabile Netz? Das nennt man ein Fischernetz. Ja, von oben. Wenn man sie aus dem Wasser zieht, wirft man die Fische in dieses Netz. Wisst ihr was? Ich zeig's euch. Wow, das ist die Oberseite vom Netz. Seht's euch an. Wow, jetzt bin ich der Fisch. Seht ihr mich? Wow, hey. Wow, wee. Was ein Riesenboot. Das ist der Dreiradverleih, denn wir werden jetzt Dreirad fahren. Ähnlich wie ein Fahrrad, aber mit drei Rädern. Seht doch. Also hier. Welche Dreiradgröße passt dir? Extra klein, klein, medium oder groß oder extra groß? Yeah! Oh hey, wie geht's dir? Hey, ganz gut. Und wie geht's dir? Gut. Welchen Helm soll ich nehmen? Ich denke, du solltest den hier nehmen. Okay. Wow. Oh, ja, der sitzt perfekt. Seht euch mal die ganzen Dreiräder an. Welches ist das extra große? Das extra große steht genau hier vor dir. Oh, hey! Perfekt platziert! Jetzt geht's los! Oh, wow! Whee! Erinnert ihr euch noch, als ich gesagt habe, ein Dreirad ist wie ein Fahrrad? Ja, mit nur einem Unterschied, denn es hat insgesamt drei Räder und nicht nur zwei. Denn die 3 steckt auch schon im Namen. Sollen wir zählen? 1 und 2 und 3. 3, wie Dreirad. Beim Fahrrad nur 2. Okay, weiter geht's. Oh, seht mal die Hütchen. Wow. Könnt ihr sehen? Ich benutze die blauen Hütchen als Hindernisparcours. Wow. Wow, seht mal das hier. Das hier ist die Naturkundehütte. Okay, ich parke genau hier. Vielleicht brauchen wir es später nochmal. Okay, perfekt. Wow, seht euch den Raum an. Wow,
Toll. Es gibt so viele coole Sachen hier drin. Zum Beispiel Knochen. Das hier ist ein Vogelschädel. Es gibt Tannenzapfen. Tannenzapfen wachsen an Bäumen. Ein Geweih. Seht, Rehe haben Geweihe. Hier ist ein Poster mit ein paar Blumen drauf. Ich liebe Blumen. Sie duften. So gut. Seht mal hier drüben. Seht ihr das? Das ist eine Waage. Könnt ihr sie sehen? Ist diese Seite unten und diese Seite oben, dann bedeutet das, dass die Seite leichter ist. Also mal sehen. Wir entfernen mal diesen echt schweren Stein. Das bedeutet, dass die Seite schwerer ist. Okay, wir nehmen diesen Stein hier raus. Mal sehen. Diese Seite ist immer noch schwerer. Wie wäre es, wenn... Und wie ist es nun? Sieht noch etwas schwerer aus auf der Seite. Wir entfernen einen richtig großen Stein, aber legen einen mittelgroßen hinzu. Aha, es ist ausbalanciert. Das bedeutet, dass die Seite gleichermaßen schwer oder leicht ist wie die Seite. Wir haben voll viele Sachen zum Runterrutschen in dieser Bahn. Ja, wir haben eine Muschel. Das ist eine Rutsche für Muscheln. Und Tannenzapfen. Und Steine. Seht mal das hier. Das sind Rampen, oder? Hey, wollt ihr mal was Cooles sehen? Seht ihr diesen Stein? Er rutscht. Aber zum Beispiel dieser Tannenzapfen. Ich vermute, er wird rollen. Er ist runtergerollt. Aber der Stein... das wird rollen. Sieht aus wie eine Nuss. Es geht los. Lasst uns noch mehr entdecken. Ich steige aufs Dreirad und los geht die Fahrt. Okay, mal sehen, was es hier gibt. Ich denke, dieser Bereich ist der Garten. All die schönen Pflanzen. So wunderschön. Das ist Rosmarin. Es riecht nach Rosmarin. Seht mal die Pflanze an. Das ist eine relativ kleine Artischocke. Es gibt Leute, die essen Artischocken. Also dann, wenn sie größer sind. Seht mal diese tollen Matschkuchen. Wir sollten nochmal Matschkuchen machen. Aber diesmal dekorieren wir sie schön. Mehr Pflanzen. Petunien. Diese Petunien haben die Farbe lila. Dann haben wir noch rote Pflanzen und auch pinkfarbene Blumen natürlich. Und ein paar gelbe, ja? Und hier machen wir unsere Matschkuchen. Wir haben einige Toppings hier liegen. Wir kommen gleich darauf zurück. Zuerst nehmen wir uns eine silberne Schale und löffeln Matsch drauf. Eins und zwei und drei, vier. Vier große Löffel. Das sieht fast aus wie Schokolade. Wie ein Schokokuchen. Wir stellen ihn hier hin und schnappen uns die Toppings. Wir haben ein paar Muscheln, einige grüne Blätter. Und wie wär's mit Steinen? Tannenzapfen auch. Jetzt geht's los. Wir setzen einen Tannenzapfen, einen mittelgroßen Tannenzapfen hier in die Mitte. Und dann noch ein paar Steine. Genau dahin. Das ist so hübsch. Seht. Und nun nehmen wir einige grüne Blätter. Und stecken sie rein. Vertikal. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und dann nehmen wir
Noch eine Muschel. Oh, da war ja Wasser in der Muschel. Wir stecken die Muschel einfach hier rein. Und, wie sieht es aus? Das ist ein wunderschöner Matschkuchen. Ups. Wow. Seht ihr das? Ein Leuchtturm. Ich denke, wir sollten reingehen. Kommt mit. Oh, hey, wer bist du? Hallo, ich bin Jim. Oh, ich mag deinen Namen. Aber was machst du hier? Nun, ich bin der Leuchtturmwärter. Wirklich? Das klingt nach einem spaßigen Job. Nun, dürfen wir denn hochgehen? Selbstverständlich dürft ihr nach oben gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, gut. Dann los. Wow. Wir befinden uns auf der Plattform des Leuchtturms. Wow, so eine tolle Aussicht. Wow, wir können so weit sehen. Das Licht dreht sich im Kreis da drin und leuchtet sehr weit sogar, sodass die Boote sehen können, wo das Land ist. Wow. Oh, das hat so viel Spaß gemacht, mit euch etwas zu lernen im Kindermitmachmuseum in Olympia, Washington. Yeah. Aber das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I. Blippi, gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye, bye. Bloß kommt alle her, lernen ist nicht schön.